Herr Moring hat in seiner Rede heute ein Wort oder ein Bild geprägt, mehrere Bilder geprägt, auf einige will ich dabei eingehen. Und dieses Bild, das erste, das er geprägt hat, war die unvollständige Völlerei. So bezeichnete er dieses Gesetz. Gerne bleiben wir mal im rhetorischen Bereich und schauen wir uns verschiedene Bilder an. Unvollständige Völlerei, das ist ungefähr so wie eine halbe Volltrunkenheit, und die beschreibt die Rede von Herrn Moring sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch etwas war bemerkenswert. Herr Moring hat immer wieder darauf abgestellt, dass dies wohl der letzte Haushalt in dieser Legislatur sei. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß er auch, aber er hat das natürlich rhetorisch gemeint. Er wollte immer letzter Haushalt und rot-rot-grüne Koalition verbinden. Wir können dieses Bild durchaus erweitern. Wir können dieses Bild durchaus erweitern und sagen, dies ist ein Haushalt, der seit langer, langer Zeit endlich mal wieder von Ihrer Ankündigung leben wird in der Auseinandersetzung, dass Sie auch Änderungsanträge stellen. Und liebe Frau Kollegin Flossmann, es nützt halt nichts, sich hinzustellen und zu sagen, oh, wir sind die Opposition, wir haben so viele Anträge gestellt für den Haushalt 15 im Frühjahr 15 und keiner ist durchgekommen. Das ist das harte Brot der Opposition. Und das werden Sie noch lernen. Und das werden Sie, alle Oppositionsfraktionen kennen dieses harte Brot. Und niemand, Frau Flossmann, niemand erwartet, kurioserweise, dass eine Koalition sagt, wir schauen mal, was die Opposition macht und machen das dann nach. Es geht überhaupt nicht um die Frage, ob man das, es geht überhaupt nicht um die Frage, ob man das dann als Koalition übernimmt, sondern es geht um die Frage des Meinungsstreites. Es geht um die Frage, dass hier Positionen miteinander kämpfen, erkennbar für die Menschen in Thüringen unterschiedliche Positionen aufgebaut werden. Und Sie wissen es, Frau Flossmann, in dieser Legislatur, wir führen darüber eine ausführliche Liste, hat die Koalition mehr als jemals zuvor Anträge der Opposition aufgenommen, sie mit ihr weitergetragen und in den Ausschüssen dann auch gemeinsam beschlossen. So ist es. So ist es. Und diese Statistik steht. Diese Statistik steht. Und wir stehen im Übrigen auch dazu. Ich will damit nicht sagen, dass ich Sie auffordern würde, Änderungsanträge zu stellen. Ich will nur eines damit sagen, wenn Sie es nicht tun und wenn Sie es tun, in jedem Fall werden wir uns damit sachlich auseinandersetzen und es zur Debatte tragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Moring hat ein drittes Bild auch noch geprägt. Er hat gesagt, Frau Ministerin Taubert habe den Haushalt des Landes, also unseren Haushalt hier, fett gemacht und die Kommunen ausgedünnt. Wir werden das Finanzausgleichsgesetz im nächsten Plenum ja diskutieren. Und ich darf der CDU eines schon versprechen, ich werde nur einen Kommentar zu Ihrem Beitrag von Herrn Moring geben. Ich werde die Jahreszahlen vorlesen und die festgestellten kommunalen Finanzausgleiche, die Zahlen benennen. Und dann werden alle sehen, wer in diesen Jahren regiert hat und wann die Kommunen am wenigsten bekommen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das wird Sie quälen und dann werden Sie aufjaulen. Aber so ist es nun mal. Zu der Zeit von Herrn Voss haben die Kommunen am wenigsten bekommen und den haben Sie als Fraktion der CDU getragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es so wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer heute hier im Plenum, aber auch im Internet und auch fürs Protokoll, auch von der Seite der Grünen, eines noch mal sehr, sehr deutlich zu sagen. Wenn man ernst genommen werden will in der politischen Debatte in Thüringen, dann darf man nicht einerseits mehr Polizei fordern und weniger Stundenausfall und gleichzeitig auf die einzige und erste Landesregierung, die wieder in den Personalkörper investiert, mit Fingern zeigen. Dann kann man nicht ernst genommen werden, werte Damen und Herren, hier von der CDU. Dieser Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 beweist es allen Unkenrufen der Oppositionsecke zum Trotz. Rot-rot-grüne Landesregierung kann Haushalt und wir machen das Land mit unseren Investitionen fit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier wird wieder investiert, Herr Kiesling, und davor werden Sie auch nicht die Augen verschließen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb danke ich auch im Namen meiner Fraktion
ganz besonders Frau Ministerin Taubert für die Vorlage dieses Haushaltsentwurfs, der die richtigen Abwägungen zwischen Investitionen und Schuldenabbau beinhaltet. Wir sind als Koalition angetreten, um Thüringen zu gestalten. Dieses Versprechen halten wir auch mit diesem Haushalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Freistaat wird moderner, erfolgreicher und ökologischer, denn wir setzen die richtigen Schwerpunkte, indem wir in die Zukunft des Landes investieren. Die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Investitionsquote steigt dieses Landeshaushaltes wieder. Das können auch Sie nachrechnen. Die Investitionsquote steigt dank dieses Landeshaushaltes und wir vergessen gleichzeitig die Schuldentilgung nicht. Und ich will das allen auch noch mal sagen, wir haben immer uns eine Schuldentilgung vorgenommen und wenn Sie in die letzten Jahre schauen, werden Sie sehen, dass wir da, wo wir zusätzliche Steuereinnahmen hatten, diese natürlich auch in die Schuldentilgung zusätzlich hineingegeben haben. Das zeigt, wie verantwortlich wir mit dem Nachlass der CDU umgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ich jetzt noch einmal auf das Getöse der CDU eingehen darf, möchte ich kurz an die Fakten erinnern. Die CDU hat über Jahre einen konsequenten Stellenabbau mit dem Rasenmäher im Bereich Polizei, Lehrer und Verwaltung betrieben. Das ist Ihr Personalabbauplan. Den haben Sie am Ende auch nicht ordentlich untersetzen können, aber Sie haben mit dem Rasenmäher in unsere Thüringer Verwaltung hineingemäht. Und es tönt jetzt immer wieder aus der Oppositionsecke, wir bräuchten mehr Polizei und Lehrer. Solche Widersprüche sind natürlich krass. Ich bin da vorhin schon drauf eingegangen. Die rot-rot-grüne Koalition muss den Scherbenhaufen verfehlter CDU-Politik nun aufkehren und setzt die richtigen Schwerpunkte gerade in diesem Bereich. Ich erinnere nur daran, dass wir in diesem Plenum, sozusagen im nächsten Tagesordnungspunkt, die Besoldungsanpassung für Beamte, die bisher noch nie durch die CDU zeitgleich mit den Angestellten des öffentlichen Dienstes verwirklicht worden ist, dass wir das diesmal tun werden. Und Sie haben das noch nie getan, noch nie. Rot-Rot-Grün hält damit das Versprechen und drückt die Wertschätzung gegenüber unseren Landesbeamtinnen und Landesbeamten aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Anderes Beispiel, gleiche Baustelle, die Einstellungszahlen bei der Polizei, mehrfach hier schon angesprochen. Wir erhöhen auf 200 pro Jahr. Wann war das letzte Mal? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wann war das letzte Mal? Rot-Rot-Grün hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und Rot-Rot-Grün investiert das erste Mal wieder personell in unsere Polizei. Und das ist gut und richtig. Und das ist auch der Zeitpunkt, unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren Dienst an dieser Stelle zu danken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Feuerwehren, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind auch ein gutes Beispiel für die richtige Investition. Die CDU-geführten oder die letzten CDU-Innenminister haben unserer Feuerwehrschule dort vor allen Dingen in Beton investiert. Wir investieren das erste Mal wieder in die Stellen, in den Personalkörper. Sie haben Aufgaben dorthin gegeben, Sie haben Übungsplätze dort geschaffen, alles eine wunderbare Sache, aber Sie haben niemals wieder in den Personalkörper investiert. Ich stelle mich sehr gerne, dass Sie sagen, das ist noch gar nicht genug. Aber wir heben das erste Mal die Stellen. Wir haben das erste Mal ermöglicht, dass die dort Tätigen auch wieder mehr verdienen können oder vergleichbar verdienen können, als wenn sie in einer Berufsfeuerwehr ihren Dienst tun. Das hat Rot-Rot-Grün gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darauf sind wir stolz und das werden wir auch nicht müde, den Menschen in Thüringen zu sagen. An der Stelle steht auf meinem Zettel, dass ich eigentlich noch mal nachfragen wollte, ob die CDU das meint, wenn sie uns immer ideologische Haushaltspolitik vorwirft, dass wir das erste Mal wieder in Lehrerinnen und Lehrer, in Polizei und in unsere Feuerwehr investieren. Aber ich denke mal, wir sind uns einig, das können Sie nicht meinen. Das können Sie nicht meinen. Und Sie sind im Übrigen... Ich bin nicht so sicher, ob Sie sind da beliebig. Okay, aber eines macht meine rhetorische Frage natürlich deutlich, dass die CDU mit Vorwürfen sehr schnell dabei ist. Aber diese begründen zu können und zu sagen, was meinen Sie denn überhaupt damit, wenn Sie uns als Rot-Rot-Grün immer ideologische Haushaltspolitik vorwerfen, das sind Sie schuldig geblieben, auch in der außerordentlich langen Rede des Kollegen Moring, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will versuchen, noch einige Schwerpunkte kurz anzureißen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und der Bildungsbereich ist uns sehr wichtig. 100 Millionen Euro mehr in diesem Einzelplan, das kann sich sehen lassen. Auch hier werden wir alle sagen, noch nicht genug. Noch nicht genug für unsere zukünftigen Generationen, aber ein deutlich sichtbarer Punkt. 100 Millionen, die wir hier im Einzelplan mehr drin haben. Wir führen das beitragsfreie Kindergartenjahr ein. Und das haben wir im Koalitionsvertrag versprochen. Und wir führen es ein, um Eltern zu entlasten von den Elterngebühren, die sie im Augenblick noch zahlen. Wir finden das richtig. Wir finden das im Übrigen auch richtig, dies zu kombinieren mit Qualitätsanhebung. Auch da können wir uns gleich schnell einig werden, dass das immer noch nicht genug ist. Aber wir setzen die ersten Schritte, zum Beispiel mit Eltern-Kind-Zentren oder mit der Anhebung der Leitungspauschale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Familienpolitik, wie wir sie meinen. Und wir grenzen uns damit deutlich mit der 50er-Jahre-Politik der CDU ab, die immer noch an ihre Zuhause-Bleib-Prämie anknüpfen will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Schul- und Wissenschaftsbereich setzen wir ebenfalls auf konsequente Verbesserungen, um Thüringen im Bildungsvergleich der Länder weiter in der Spitzenposition zu halten. So werden wir 900 Neueinstellungen, auch da sind wir uns einig, könnten mehr sein, aber Sie müssen es erst mal nachmachen und Sie haben es zuvor nicht geschafft. 900 Neueinstellungen, dafür sind die Mittel bereitgestellt. Und darin enthalten sind auch einige Entfristungen, deren Stellen sonst weggefallen wären, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ziel ist es, Schritt für Schritt mit den Möglichkeiten des Haushaltes eines der jungen, immer noch jungen Bundesländer und kleinen Bundesländer unsere Bildung stark zu machen. Und das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Rot-Rot-Grün und dafür stehen wir. Wir haben in diesem Zusammenhang im Übrigen auch die Attraktivität des Lehrerberufes in Thüringen erhöht. Von A12 haben wir die Möglichkeit auf A12 plus gesetzt. Ja, Herr Tischner lächelt, aber sagen Sie uns doch mal, wann Sie oder Ihre Fraktion das letzte Mal einen solchen Schritt gegangen sind. Wann haben Sie das letzte Mal gemacht? Da können Sie uns nichts vorweisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rot-Rot-Grün hat es gemacht. Und im Übrigen, da bin ich bei meinem absoluten Lieblingsthema, den freien Schulen. Die freien Schulen, darüber haben wir in unserer Koalition hart gerungen, haben dann aber gemeinsam gestanden und etwas gemacht. Nämlich da, wo die CDU die freien Schulen allein gelassen hatte, wo sie sie allein gelassen haben, haben wir investiert und investieren wir weiter. Die freien Schulen sind ein wichtiger Bestandteil in unserer Bildungslandschaft und deshalb ist es gut investiertes Geld, wenn wir noch einmal 12 Millionen im Jahr 18 und 10 Millionen im Jahr 19 hier bereitstellen. Wichtig für uns ist auch die Erhöhung der Jugend. Vielen Dank. Entschuldigung. Im Bereich der Jugend erfüllen wir ebenfalls unser Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, indem wir die Mittel für die örtliche Jugendförderung von 10 Millionen am Anfang dieser Legislatur auf 15 Millionen erhöht haben. 50% mehr für die Jugend in Thüringen sind 50% mehr investiert in unsere Zukunft. Jeder Cent ist es wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Außerdem, das haben alle Kollegen der Koalition schon benannt, haben wir das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Das ist übrigens das mir am Herzen liegendste Programm dieser Landesregierung, nicht nur, weil die AfD darauf immer so wunderbar reagiert, sondern weil es wichtig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es wichtig ist, sofort vor Ort zu investieren und sich darum zu kümmern, dass wir etwas gegen Intoleranz und Hass tun. Wenn wir das schaffen mit diesem Programm, und so richten wir es aus und bestimmen es immer wieder nach, wenn wir das schaffen, sparen wir viel Geld und viel gute Worte auch in diesem Haus. Dieses Programm ist ein wichtiges Programm für den Frieden und Zusammenhalt in unserem Freistaat Thüringen. Wir haben auch in die Erwachsenenbildung investiert und wir investieren natürlich in die Integration unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.
Und wir haben den Bereich der Jugendhilfe ebenfalls nochmal mit zusätzlichen Mitteln daran aufgewertet. Und damit sind wir schon mittendrin bei den tagespolitischen Veränderungen im Vergleich zum letzten Doppelhaushalt. Und das ist eine Bemerkung wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von vielen ist es schon angesprochen worden. Als wir im Herbst 2015 den jetzt gültigen Doppelhaushalt aufgelegt haben, hat niemand gewusst, wie hoch die Anforderung an uns sein wird. Und es beweist, der Gang der Geschichte und das Handeln dieser Landesregierung zeigt eines. Rot-Rot-Grün mit dem Königsrecht des Parlaments hat die richtigen Entscheidungen getroffen, um Vorsorge dafür zu treffen, die Menschen hier gut unterzubringen, und hat Vorsorge dafür getroffen, dass wir auch größere Anforderungen hätten noch stemmen können. Und damit haben wir gut geplant und damit sind wir gute Haushälter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt gilt es, das eingesparte Geld zu investieren, wieder in die Zukunft Thüringens. Und das heißt auch für uns, zu investieren in die Integration. Und wer in diesen Tagen die wunderbare Sendung eines öffentlich-rechtlichen Senders 37 Grad gesehen hat, Schwarze Haut und deutscher Pass. Es war eine wunderbare Sendung über Menschen, die in diesem Land angekommen sind, die einen schweren Weg hatten, um hier anzukommen, aber die in ihrer Emotionalität gezeigt haben, wie schön es ist, bei uns, mit uns zu leben. Und das Erste, was sie immer wieder gesagt haben, die Hilfe aus der Gesellschaft ankommen zu dürfen, die Bereitschaft der Gesellschaft, offen zu sein und zu sagen, ja, wir wollen euch annehmen. Das war das Wichtigste und da wollen wir investieren. Das heißt, Integration stark machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Inklusion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmals hat dieser Haushalt einen eigenen Posten, in dem wir Geld dafür bereitstellen, um Inklusion zu ermöglichen. Bisher hatten wir einen Maßnahmenplan aus der alten Landesregierung, der vor allen Dingen dazu geführt hat, dass sich die Menschen in den Schulen und an den Einrichtungen die Frage gestellt haben, wie soll das überhaupt gelingen? Wie können wir das machen? Rot-Rot-Grün gibt die Antwort, auch wieder nicht genug, können wir sofort sagen, aber den ersten Schritt, auch finanzielle Mittel bereitzustellen, um diese Aufgabe tatsächlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, tatsächlich umsetzen zu können und eine Antwort auf die Frage zu geben, wie soll das funktionieren? Denn Inklusion ist keine Kannleistung, wie es oft aus der rechten Ecke dieses Hauses gesagt wird, sondern es ist ein Menschenrecht aus der UN-Behindertenkonvention. Wir stärken im Gesundheitsbereich und im Sozialbereich natürlich die Schwangerschaftsberatung. Wir stärken unsere Hebammen und wir können an dieser Stelle eines sagen. Es ist der Landesregierung gelungen, mit viel Aufmerksamkeit und finanziellen Mitteln den Frauen, die an diesem, und es sind ausschließlich Frauen, soweit ich weiß, die haben einen Entbindungshelfer, vielen Dank, die Sozialministerin weiß das natürlich genau, dem einen Mann und den vielen Frauen, die diese wichtige Arbeit am Beginn des Lebens tun, eine Wertschätzung zu überbringen, die ihnen bisher verwehrt gewesen ist. Wir hatten auch in Thüringen die Hebammen, die eine unglaublich wichtige Arbeit gemacht haben, allein gelassen. Und dieses Parlament hatte bisher keine Form gefunden, zu sagen, was ihr tut, ist unendlich wichtig, ist eine unendlich wichtige Aufgabe am Beginn des Lebens. Und dafür sagen wir an dieser Stelle auch ganz herzlich Dankeschön, dass Sie diese wichtige Arbeit tun. Und wir vergessen dabei nicht die Menschen, die am Ende des Lebens eine unglaublich wichtige Arbeit leisten und unterstützen auch die Hospizbewegung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allen, die einmal mit so einer Einrichtung, so ein Hospiz besuchen durften, und ich bin mir sicher, dass das fast alle von uns einmal gemacht haben, haben erlebt, wie Mitarbeiter mit enormen emotionalen Auseinandersetzungen und Belastungen dort arbeiten und ein würdevolles Ende eines Lebens begleiten und insbesondere an dieser Stelle auch Ansprechpartner für die vielen, vielen Ehrenamtlichen sind, die dort einen unschätzbaren Dienst für unsere Gesellschaft leisten. Und diesen Menschen sei von dieser Stelle aus ein recht herzliches Dankeschön gesagt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Herausforderungen bei der Digitalisierung nur anreißen und eines ganz deutlich sagen. Wir haben uns darauf vereinbart, dass wir endlich einen Blickwechsel aufnehmen. Nicht mehr die Bandbreite muss das Entscheidende sein, sondern wir müssen die richtige Technologie einsetzen, die richtige Übertragungstechnologie. Deshalb weg vom Kupfer hin zur Glasfaser. Das muss die richtige Zielrichtung sein. Und dort wollen wir auch weiter in Thüringen viel investieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zu dem Herzstück grüner Politik kommen und natürlich hierbei erwähnen, was wir im Haushalt der Umweltministerin tun werden. Wir haben es gerade im Fernsehen alle mitverfolgt. Nach dem Hurricane Katrina vor 12 Jahren haben wir ein weiteres Jahrhundert oder vielleicht sogar fünf Jahrhundertsereignis in den USA mitbeobachten müssen. Viele Menschen sind dabei auch gestorben. Eine ganze Stadt ist verwüstet worden. Und das zeigt uns mehr als deutlich, auch wenn wir in Thüringen von solchen Wirbelstürmen verschont sind und auch sicherlich verschont bleiben werden. Aber es zeigt uns, dass wir alle eine Verantwortung für dieses Weltklima haben. Der Klimawandel ist real, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil der Kollege oder der Herr von der AfD hier einrufen muss, Sie können doch die Augen nicht davor verschließen. Ja, dafür haben Sie eine App und deshalb glauben Sie es im Griff zu haben. Aber das täuscht. Herr Möller, selbst wenn Sie ein Regenradar auf Ihrem Handy haben, können Sie nicht verhindern und nicht leugnen, dass wir in Thüringen in den letzten 10 Jahren und letzten 20 Jahren außerordentlich häufig besondere Dürren, besonders regenarme Zeiten hatten und manchmal sofort gefolgt wieder von Starkregenereignissen. Und wenn Sie glauben, dass das einfach so passiert ist, weil es zufällig passiert ist, dann glauben... Herr Abgeordneter Möller, der Abgeordnete Adams hat jetzt das Wort. Herr Möller, Herr Möller, meine Damen und Herren, es hat jetzt der Abgeordnete Adams das Wort. Herr Möller, Ihre Fraktion hat mit Ihren Redebeiträgen an diesem Pult schon oft gezeigt, dass Sie kalt gegenüber menschlichem Leid sind. Ja? Kalt gegenüber menschlichem Leid. Und da muss ich an der Stelle noch gar nicht wieder zum Anfang dieses Abschnittes gehen und in die USA schauen. Sondern wer in Ostthüringen dabei war und erlebt hat, was im Jahr 2013 dort passiert ist, wie hilflos manchmal die Menschen da standen, weil Hab und Gut, und wenn es nur die untere Etage war, vieles von dem, was man sich erwirtschaftet hat, kaputt gegangen ist, dann begreift man, wenn man dafür nicht kalt ist, Herr Müller, wenn man dafür nicht kalt ist, liebe AfD, dann begreift man, dass wir in den Hochwasserschutz investieren müssen, dass wir investieren müssen in den Hochwasserschutz. Und diese Landesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, tut dies in besonderem Maß. Und vielen Dank, liebe Anja Sigismund, dafür. Herr Abgeordneter Adams, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Weil ich ja schon in Richtung des Endes meiner Redezeit gehe, nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir investieren in den Hochwasserschutz. Und wir wissen, dass man sich vorher wappnen muss, bevor die Flutwelle kommt. Und da wollen wir dran gehen. Anja Sigismund hat, als sie das Amt übernommen hat, tausende Kilometer Deiche in Thüringen, die nicht in ordentlichem Zustand waren, vorgefunden. Das ist eine enorme Investition. Und wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen dort dran. Und zwar als Erste wieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch erleben müssen, dass eine Energie- und Klimastrategie bisher Fehlanzeige gewesen ist. Wir gehen daran, um Thüringen zum einen fit zu machen und etwas anzubieten gegen den Klimawandel, zum anderen aber unsere heimische Wirtschaft stark zu machen, zum Beispiel mit dem Programm Solar Invest. Wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
nicht mehr diejenigen sein, die immer nur importieren und irgendwo anders Energie kaufen, sondern wir wollen Energieerzeugerland werden, weil wir das nämlich besser können, weil wir das ökologischer können, weil wir das regional machen können und weil das Wertschöpfung für Thüringen ist. Und das nützt jeder Thüringerin und jedem Thüringer. Und deshalb sind wir in diesem Weg entschlossen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Entschlossen sind wir auch beim Thema Naturschutz. Wir fokussieren uns hier auf ein großes Gebiet, und zwar die Erhaltung des Grünen Bandes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist so, kein anderes deutsches Bundesland hat so viele Kilometer des ehemaligen Todesstreifens. Und wir wollen, dass dieser ehemalige Todesstreifen zu einer Lebensader wird, zum Grünen Band wird, das uns verbindet. Und wir verbinden in einer einzigartigen Form, verbinden wir in diesem Projekt Naturschutz und die Bewahrung dessen, was uns die Geschichte gelehrt hat, als sichtbares Zeichen für das, was wir erlebt haben und was wir überwunden haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es ein großartiges Projekt und ich rufe alle in Thüringen auf, dieses Projekt bitte zu unterstützen. Es ist wertvoll für die Natur und wertvoll für die Geschichte unseres Landes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte noch einige und würde noch einige mehr Projekte hier vorstellen können. Aber die Zeit geht auch für die kleinste Fraktion. Die Redezeit geht auch für die kleinste Fraktion irgendwann einmal zu Ende. Deshalb danke ich vor allen Dingen auch der Opposition für die Ankündigung, dass wir diesmal einen richtigen Streit um den richtigen Weg mit Anträgen aus der Opposition bekommen werden. Und dann werden die Menschen auch Interesse an der Politik haben und sagen, ist das der richtige Weg oder ist das der richtige Weg? Eines aber ist schon klar, dieser Haushalt wird Thüringen voranbringen und ein gutes Stück voranbringen. Und deshalb danke ich der Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow für diese Vorlage und bitte das Parlament, sie weiter zu beraten. Vielen Dank.